ciao und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Cooking. Heute wird irgendwas Schokoladisches gemacht. Jimmy, was machen wir mit der Schokolade? Ich weiß schon was. Darf ich? Danke. Grazie. Der redet nie mit mir. Warum, Puppe? Warum redest du nie mit mir? Hier, heute gibt es Schokokekse. Wie die gemacht werden, zeige ich euch ganz genau. So, für unsere Schokokekse, ja, brauchen wir Flakes, ja, schöne Flakes. Dann habe ich ein Teelöffel Zimt, ein Päckchen Vanillezucker und ein paar Haselnüsse, ja, gemahlene Haselnüsse, ja, oder gehackte. Ein Wasserbad machen wir. Ein bisschen Wasser hier rein, nicht so viel, dann kommt da hinein. Wir hacken unsere Blockschokolade ein bisschen klein. Dann wird es halt viel schneller schmelzen. Und ich fange damit und setze es an. Fertig. Finito. Gut geschmolzen. Ja. Unsere Flakes kommen jetzt so hinein. Die klein gehackten Nüsschen. Ja, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Die ihr da habt. Einmal Vanillezucker. Ja, ein Päckchen. Okay, hier will ich nicht übertreiben. Es reicht, wenn ihr davon die Hälfte nehmt. Also ein halber Teelöffel. Reicht auch. Vollkommen aus. Und jetzt wird Gerührt. Schön umrühren, ja, bis alles schön voll ist mit Schokolade. Genauso soll es aussehen, ja. Also vollkommen genug. Jetzt kommt's. Ihr könnt dafür eure Händchen nehmen oder ihr nehmt hier einen Löffel. Ich persönlich mache es aber echt so. Ich zeige euch das. Formen die jetzt erst. Also ich mache die jetzt erstmal alle hier auf das Backpapier drauf und drückt das so ein bisschen zusammen. Ja, so ihr formt das quasi gesehen. So. Wenn das hinterher abgekühlt ist, klebt das alles zusammen und ihr habt einen richtig krassen Schokokeks. Wie gesagt, abkühlen lassen. Ja. Wenn ihr im Kühlschrank Platz habt, ja, für so ein Blech, das wäre natürlich noch besser. Aber wer hat das schon, ja? Ich nicht. Ich lasse die jetzt so abkühlen und dann schmecken die super duper gut. Ja, müsst ihr unbedingt nachmachen. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Türchen. Mein Name ist Domenico und ciao!